HiFi Setup Tour ist die Folge 9. Es geht los. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge HiFi Setup Tours. Bin schon ganz heiß. Ich hoffe, ihr auch. Und übrigens noch zur Information. Also schickt mir gerne weiter eure Setups an info@soundandgrooves.de. Und noch zusätzlich zu eurer Information, wenn ihr mir Sachen schickt, ich reagiere da in der Regel nicht direkt drauf. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr mir jetzt Sachen schickt, dann komme ich wahrscheinlich erst im Mai, Juni dazu, das zu bearbeiten. Und auch dann schaue ich mir erst eure Mail an. Also nicht irritieren lassen, wenn ihr mir Sachen schickt und ich darauf nicht antworte. Irgendwann seid ihr schon an der Reihe und dann kommt es in eine Folge rein. Los geht's. Das erste Setup kommt von Ingo. Und Ingo schreibt auch, er freut sich immer über meine Plattenvorstellungen, weil er noch relativ neu beim Vinyl ist und da immer so ein paar Tipps bekommt. Cool, freut mich, genau dafür mache ich das, Ingo. Und wir schauen mal bei Ingo rein. Bei Ingo ist sehr clean und modern, das Ganze hier. Und als erstes stechen uns ins Auge seine Lautsprecher. Das sind B&W 702 Signature. Finde ich ja ganz, ganz toll, die Lautsprecher mit diesem, mit dieser Oberfläche, diese Holzoptik, die haben, dieses polierte Holz, sehr schöne Struktur, schöne Maserung, sehen ganz toll aus, die Lautsprecher. Als Vollverstärker sehen wir den Rotel RA1952. Als Plattenspieler betreibt er den Project X1 mit Orthophon 2M Bronze. Er schreibt noch, wegen Corona sehr lange auf diesen Dreher gewartet. Ja, so ist das leider gewesen oder ist es teilweise natürlich immer noch, dass man auf die Sachen sehr lange warten muss oder suchen muss, dass man überhaupt noch was bekommt. Als Streamer hat er ein Plusound Note 2i. Plusound, ja, sehr auch im Kommen und beliebt, wenn es um Streaming geht. Lautsprecherkabel hat er im Einsatz im B-Wiring, die QED X-Tube Silver mit WBT 0610 CU Bananas. Und er betreibt noch einen Netzfilter von Dynavox. Ja, das Ganze hier ganz klassisch im Wohnzimmer integriert. Den Verstärker und den Dreher unterm Fernseher. Links und rechts die Boxen. Ein toll, schickes Setup. Ich sehe auch, du hast hier eine schöne, ist eine Mischung, so Kork-Gummimisch-Auflage drauf auf deinem Project-Plattenspieler und auch die Project Clamp It, die Schallplattenklemme vom Project, die ich auch benutze. Finde ich super, bevorzuge ich wirklich gegenüber den Gewichten. Ja, schönes Setup. Vielleicht würde es der linken Box ein bisschen gut tun, wenn sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Luft hätte zur Wand daneben. Oder man hängt die Absorber auf oder sowas. Aber es ist natürlich, ich weiß, nicht einfach. Man ist natürlich immer an seinen Gegebenheiten gebunden, wenn man es im Wohnzimmer irgendwie integrieren will. Klar. Vielen Dank, Ingo. Das nächste Setup kommt von Klaus. Und wir schauen mal zusammen bei Klaus rein. Auch hier nochmal eine klassische Installation im Wohnzimmer unter seinem Fernseher. Und es läuft mal wieder ein Video von mir. Cool, danke. Wie immer habe ich da Freude dran. Und was sehen wir hier? Wir sehen einen Verstärker, Yamaha AS1200. Auch ein relativ verbreiteter, solider Verstärker, den man immer mal wieder sieht. Beliebtes Teil. Habe ich leider noch nie gehört. Als DAB hat er von Yamaha den TD500. Ebenfalls von Yamaha hat er einen CD-Player, den CD700. Er hat einen Kopfhörerverstärker, den Pioneer U05. Ebenfalls hat er einen Dynavox Netzfilter. Oh, interessant. Die Lautsprecher, die wir hier sehen, das sind KEF R700. Und er hat noch einen Subwoofer am Laufen, den Yamaha 350. Ebenfalls einen 4K Blu-ray-Player von Panasonic hat er noch dastehen. Alle seine Kabel, schreibt er, sind von ViaPlu. ViaPlu, auch ein Kabelhersteller, der mir persönlich noch nicht bekannt ist. Aber interessant, werde ich mal nachlesen, was die so bieten. Ja,
Irgendwie echt gemütlich das ganze Setup hier. Gefällt mir auch schön mit der Beleuchtung. Ich bin ja so Fan von ein bisschen LED-Beleuchtung. Mag ich irgendwie. Und mit dem linken Lautsprecher hier eigentlich das gleiche. Relativ nahe Wandaufstellung. Aber ja, er hat sie ja leicht eingewinkelt. Wird schon irgendwie passen. Man muss halt irgendwie klarkommen. Ich sehe hier über dem Fernseher noch. Könnte eine Art Diffusor sein. Ja, dieses Weiße, was man da sieht. Also, ich denke mal, Klaus hat sich hier schon Gedanken gemacht und ich denke auch, dass das ein tolles Setup ist. Es gibt nur eine Sache, die ich hier stark bemängeln muss und das ist das Fehlen eines Plattenspielers. Ja? Alles gut, Klaus, vielen Dank für deine Einsendung. Das nächste Setup, das wir sehen, kommt von Jörg. Und Jörg schreibt, der ist damals durch meinen Artikel in der Mint aufmerksam geworden. Freut mich sehr, Jörg. Herzlich willkommen. Und auch er hat mir sein Setup geschickt. Wir schauen mal zusammen rein. Hier sehen wir mal keine Integration ins Wohnzimmer, ins TV-Setup, sondern hier wurde, sage ich jetzt mal, denke ich mal, gnadenlos das Setup aufgestellt. Auch daran kann ich wirklich Gefallen finden. Und wir schauen mal, was er hat. Als Plattenspieler sehen wir den Technics SL1210 MK7R. Er schreibt, es ist eine Sonderedition mit goldenen Tonarmen, fand ich irgendwie cool. Ja, also das finde ich auch cool. Natürlich ein absoluter Klassiker, wenn dann so eine Sonderedition ist, umso cooler das Ganze, sehe ich auch so. Als Tonabnehmer hat er den Denon DLA110 Anniversary im Einsatz. Er schreibt, das ist klanglich der überarbeitete DL103, ja, den viele kennen, ein Sondermodell zum 110. Geburtstag von Denon. Als Phonoverstärker benutzt er den Lehmann Audio Plecube mit dem großen PWX-Netzteil. Ja, also kennen wir ihn natürlich. Also ich habe ja den Plecube SE2 und er hat eben den normalen Plecube. Als Verstärker, wie spricht man das nochmal richtig aus? Saxton Audio A21 Signature. Er schreibt, es ist ein purer Class A Vollverstärker aus England. C Transport DA Wandler Leak Audio CDT CD Transport Project DAC Box S2 USB DA Wandler. Lautsprecher sehen wir Gato Audio FM8. Hervorragend klingende und sehr hochwertig verarbeitete Kompaktlautsprecher aus Dänemark. Er schreibt, hier was Besonderes. Die Kabel sind ziemlich vintage und circa 27 Jahre alt. Habe ich gebraucht gekauft. Denn neu zu dem Preis, was die heute kosten, könnte ich mir die nicht leisten. Sind zwar alt, aber heben die Klangwiedergabe auf ein neues Level. Überragend gutes Kabel, schreibt er. Transparent Audio Super B Kabel aus den USA. Er hat noch einen Kopfhörerverstärker vom Music Hall. Kopfhörer Hi-Fi-Man Sundara. Netzfilter, AudioQuest, Niagara 1200 und ebenfalls eine Plattenwaschmaschine von Okinoki. Ja, toll. Sehr interessantes Setup und dass jemand so Vintage-Lautsprecherkabel im Einsatz hat, von denen er so überzeugt ist, hatten wir jetzt auch noch nicht. Gefällt mir gut. Ich meine, ihr seht es da, die Lautsprecher stehen schön frei, noch, ich sag mal, verhältnismäßig nah an der Wand hier, zumindest mal optisch auf den ersten Blick. Ansonsten sehr sauber. Ich glaube auch, dass das ganz toll und frei spielt. Sehr schönes Setup. Vielen Dank, Jörg. Das nächste Setup kommt von Martin und ich finde, das ist der absolute Hammer und richtig was Besonderes. Martin schreibt übrigens, er ist über meinen Instagram-Account auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden. Da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist, wie ihr so zu mir findet. Das ist mir aber egal, wie ihr zu mir findet. Hauptsache, ihr findet zu mir. Cool. Und jetzt schaut mal hier rein und lasst das zuerst mal auf euch wirken, würde ich sagen. Wie cool ist das denn? Alleine dieser Raum, dieses Gewölbeartige hier im Hintergrund, diese Einbuchtung. Und dann diese Lautsprecher hier links und rechts. Echt, sieht echt sehr besonders aus. Und sind auch übrigens ganz tolle Bilder. Er schreibt, seine Verstärkerkette.
Lin, Vaconta, Vorverstärker. Dann NAD C275 BEE Endstufe. Und er hat noch einen Technics SG GE70 Equalizer. Seine Zuspieler: CD-Player Technics SLDZ1200. Dann Plattenspieler Pioneer PLX1000 mit Shelter M201. Er schreibt für ältere und Jazzplatten und einem Ortofon Concord Gold für alles andere im Wechsel. Interessant. Tape Deck Onkyo TA2430 und Pioneer CT5650. Ist aktuell nur eine Leihgabe, sagt er. Die Lautsprecher, die wir hier sehen, die uns direkt ins Auge fallen, sind natürlich Klipsch. Es sind La Scala 1, also Klipsch La Scala 1, von K 1983 bis 85 gebaut. Er hat sie aus zweiter Hand und er sagt, die sind in Mint Condition. Ganz toll. Und ich möchte noch kurz vorlesen, was er zu den Lautsprechern schreibt. Auch die Lautsprecher sind etwas sehr Besonderes und wurden aus purer Unvernunft herausgekauft. Was die mit Musik im Vergleich zu herkömmlichen Lautsprechern machen, kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Obwohl sie ganz klare Schwächen haben, kaum Tiefbass, riesengroß, unpraktisch, wenig wohnraumtauglich, verstärkerkritisch und brauchen große Räume, um überhaupt irgendwie zu funktionieren, würde ich die niemals wieder gehen lassen. Diese Lautsprecher erzeugen Emotionen und haben etwas, das einen immer mehr und mehr in die Musik hören lassen will. Ja, also das kann ich, glaube ich, ohne die gehört zu haben, das kann ich mir vorstellen. Und ganz klar, man muss natürlich wirklich hier, sag ich es mal, den Mut haben, sowas im Wohnzimmer aufzustellen. Aber ich find's ganz toll. Auch schön, die CD- und Vinylsammlung hier zu sehen und wieder die üblich verdächtigen Aptitlik IKEA-Schneidebretter im Einsatz. Ja, ein wirklich besonderes und ganz tolles Setup und fantastische Bilder. Vielen lieben Dank, Martin. Weiter geht's im Kontrast mit einem simplen Setup von Philipp. Ich möchte auch kurz vorlesen, was Philipp hier schreibt. Er schreibt, ich sammle jetzt ungefähr seit 3 Jahren Platten und es ist zu meinem liebsten Hobby geworden. Angefangen hat es, als ich bei einem Kollegen war und der mir damals seine neueste Platte vorgespielt hatte. Das hat mich so fasziniert, dass ich auch direkt anfangen wollte. Da hat mir mein Vater seinen alten Dual-Plattenspieler überlassen. Ja, cool. Also ihr seht, es muss nicht immer sein, dass man seit den 70er oder 80er Jahren dabei war. Auch jeder, der erst seit kurzem oder seit 2, 3 Jahren dabei ist, ist natürlich hier bei uns herzlich willkommen. Und auch das ist immer sehr interessant zu sehen. Schauen wir mal zusammen rein. Also wir sehen hier seinen Plattenspieler, den er von seinem Vater bekommen hat. Es ist ein Dual CS2215, Baujahr ungefähr 87 bis 89. Es handelt sich um einen Vollautomaten mit Riemenantrieb. Als Tonabnehmer hat er ein Ortofon DN165E. Er schreibt, es ist nichts Besonderes, aber hat für ihn natürlich einen persönlichen hohen Wert. Kann ich gut verstehen. Er schreibt, auch sein Receiver und die Lautsprecher hat er bekommen, und zwar in diesem Fall von seinem Opa. Er schreibt, so bleibt alles in der Familie. Ja, stimmt. Ihr wisst ja, auch bei mir hat das Ganze mit der Rosita Stereo angefangen, die ich auch von meinem Großvater übernommen hatte. Der Receiver, das ist ein Yamaha RX530, ungefähr 89 bis 90 gebaut. Leistung 8 Ohm, 2x50 Watt mit eingebautem Phonoverstärker. Die Lautsprecher, das sind Canton Forum 300 aus ungefähr 88 bis 90. Zwei Wege, Bassreflex, Kompakt-Lautsprecher. Er schreibt, er ist mit dem Setup eigentlich zufrieden, er möchte aber gerne mit der Zeit irgendwann aufrüsten. Seine Wünsche, ein Torrens TD 1500, ein Yamaha AS 2200 Verstärker und die JBL L82 Classic Lautsprecher. Ja, kann ich verstehen, diese
JBL-L-Reihe, über die ich schon öfters gesprochen habe, klassische Lautsprecher, die jetzt von JBL nochmal neu aufgelegt werden. Es gibt jetzt, glaube ich, 3 aus dieser Reihe, die neu draußen sind, finde ich optisch auch ein absoluter Knaller, sprechen mich auch sehr an, finde ich eine echt coole Sache. Aber ihr seht, auch mit solch einem Setup, wie wir es von Philips sehen, hat man sicher schon einen Heiden Spaß. Und er hat das hier schön aufgestellt, er hat seine Lautsprecher vernünftig links, rechts positioniert, leicht eingewinkelt, und wenn er sich davor setzt, hat er mit Sicherheit auch schon ein gewisses Stereoerlebnis. Und es muss auch nicht teuer sein, seine ersten Schritte im HiFi-Stereo-Bereich zu machen. Toll, vielen Dank, Philipp. Das nächste Setup folgt von Ingo. Und bei Ingo wird es, sage ich mal, clean. Schauen wir mal zusammen rein. Auf den ersten Blick ein Traum in Weiß. Ein Traum in Weiß und Schwarz. Fantastisch. Er hat vor Endstufe Michi Serie P5S5. Ein Netzwerkplayer Cambridge Audio N851. CD-Spieler ebenfalls von Cambridge Audio C851. Und sein Plattenspieler, das ist ein Torrens TD320MK2 mit MM791 plus B-Fly Audio Absorber Bass, B-Fly Audio Plattentellerauflage PA1. Als Lautsprecher hat er Bowers & Wilkins 705MK2 und auch der Sub ist vom gleichen Hersteller, Sub DBS 4. Lautsprecherkabel im Einsatz von AudioQuest, die Rocket 33 im B-Wiring. Weitere Kabel ebenfalls von AudioQuest, Goldkabel, Ölbach, Inakustik, ja, die ganzen üblichen Verdächtigen. Sehr schön. Das Rack, das wir sehen, ist Selbstbau. Das habe ich mir schon fast gedacht. Er hat das Ganze hier mit Rollen beweglich gemacht. Da kann man natürlich hier ein bisschen das Ganze bewegen. Er schreibt als Klangtipp von seiner Seite: Kabel und Zubehör runden den Klang ab. Genau meine Meinung. Ja, wenn man jetzt, sage ich mal, seine Komponenten so weit stehen hat, da zufrieden ist, dann kann man rundherum, wie der ein oder andere auch schon so schön gesagt hat, seine HiFi-Anlage noch etwas schmücken mit dem ein oder anderen. Und wenn das für einen dann klanglich noch besser ist und oder auch einfach nur mehr Spaß macht, ist das genau richtig so. Ja, gefällt mir gut. Auch hier bestimmt ein richtig toller Sound. Das ganze Weiß in Kombination auch mit dem weißen Regal, wo die Platten draufstehen, darüber. Wunderbar. Ja, und hier sieht man auch mal schön, ne, wie man so einen Plattenspieler, so einen Klassiker, so einen TD320 nochmal ein bisschen, ja, modernisieren, aufrüsten kann. Wenn man einfach hier eine farblich passende Bass noch drunter stellt, in dem Fall hier vom B-Fly, und eine schöne Plattentellerauflage, ja, wunderbar. Ja, das war wieder eine tolle Folge, wie ich finde. Und freut euch weiterhin auf noch tollere Folgen, denn ich sehe natürlich hier und da schon mal im Augenwinkel das ein oder andere Foto von den Mails, die ihr mir schickt. Da immer geduldig sein, wie gesagt, nicht enttäuscht sein, wenn von mir keine Antwort kommt. Es kann 3-4 Monate dauern, bis ihr dann in einer Folge vorkommt, weil ihr mir so viel schickt, und das ist aber auch gut so. Ja, und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.